Es ist Sonntag. Und was macht man Sonntag, wenn schönes Wetter ist? Man kümmert sich um die Projekte, die liegen geblieben sind und die eine Herzensangelegenheit sind. Und genau das machen wir jetzt. Hier haben wir ein Gerät oder hier habe ich jetzt ein Gerät, wovon ich denke, ich brauche es nicht und auch hoffe, ich brauche es nicht. Aber es ist wie immer nicht schlecht, es zu haben. Wir wecken nämlich heute den Boxster auf, den Boxster GTS, unsere Redaktion. Wir haben ihn jetzt hier schon ganz schön lang stehen. Keiner ist damit gefahren, ich auch nicht, hatte auch keine Zeit damit zu fahren. Aber ich hoffe, er wird noch anspringen. Er stand seit Dezember, heute haben wir Juni, Mitte Juni. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit für eine Batterie, vor allem wenn es halt sehr kalt ist. Wenn er nicht anspringt, dann starten wir ihn mit einer externen Starthilfe hier von Noco. Die Jungs von Noco haben uns das geschickt, Jungs und Mädels von Noco haben uns das geschickt und haben uns gesagt, probier es doch einfach mal aus. Wir haben auch schon dieses Gerät als Batterieerhaltungsladungsgerät, also nicht dieses Gerät, aber diese Firma, als Batterieerhaltungsladegerät hier getestet. Das funktioniert sehr gut. Wir haben hier bloß leider keine Steckdose an diesem Auto. Deswegen können wir das leider nicht machen. Geht natürlich nur an entweder privat oder in Privatgaragen oder in solchen Garagen mit externem Stromzähler. Jedenfalls, ich hoffe, Batterie geht noch. Aber dieses Gerät hier, das ist eine 89 Wattstunden Batterie integriert, also 89 Wattstunden Akku. Das ist keine Riesengröße, das ist aber ungefähr so groß wie bei einem Mild Hybrid Kleinwagen. Ne? Also Suzuki Swift oder Fiat 500 Mild Hybrid, die haben so ungefähr diese Größen und steuern damit auch die Motorelektronik teilweise, so dass sie auslaufen und eben da die Segelfunktion, die Bordnetz oder das Bordnetz am Leben halten können während diesem Segeln. Ja, und dieses Gerät hier, das kann mit der Größe 3000 Ampere und auf 12 Watt läuft das, kann bis zu 10 Liter Hubraum große Motoren starten und das bis zu 80 Mal, so ungefähr eben mit der Kapazität, die dieses Teil hier hat. Also hier haben wir ja nicht ganz 10 Liter Hubraum und wir müssen es auch nicht 80 Mal machen, einmal reicht. Aber diese Funktionalität dieses Teils hier fühlt sich auch gut an, die ist echt gut. Wir haben hier, um das mal ganz kurz zu zeigen, den An-Aus-Knopf, dann sieht man hier den Batterieladezustand. Ich habe das jetzt schon ganz lange nicht mehr geladen, sondern nur noch im Auto im Winter liegen gehabt und trotzdem ist es noch voll. Also das reicht wirklich wahrscheinlich noch für 60 Starts von 10 Liter Hubraum Motoren. Und dann haben wir an der Seite, ich mache mal diese Krokodilklemmen weg, dann haben wir an der Seite auch noch die Möglichkeit hier per USB ranzugehen und wir haben hier auch noch die Möglichkeit diverser anderer Ansteckmöglichkeiten, also auch USB und 12 Volt. So dass wir hier auch zum Beispiel Laptops laden können, Handys sowieso. Und wir haben hier noch eine Taschenlampe mit gewissen Funktionen, hier auch der SOS und so weiter, dass man hier auch wirklich gewappnet ist, falls man denn mal liegen bleibt. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema, mache ich die wieder aus. Ich habe echt ein bisschen, bin echt ein bisschen zittrig. Ich hoffe tatsächlich, dass wir dieses Auto ohne die externe Hilfe dieses cleveren Gerätes so, jetzt bin ich gespannt, ob er aufgeht. Wahrscheinlich ist die ne, er geht sogar auf. Er geht auf. Das klingt sehr, sehr gut. Ich muss ihn noch nicht mal von Hand aufmachen. Und jetzt, ob er auch startet. Ha! Gerade noch so hat er hier gestartet und jetzt lasse ich ein bisschen laufen, wenn er so lange stand, dass er auch wirklich sich wieder ein bisschen einlaufen kann. Bin ich jetzt froh, aber ich glaube, hätte ich noch einen Monat länger gewartet, dann wäre das tatsächlich nicht mehr so glimpflich abgelaufen. Trotzdem, cooles Gerät hier. Wir werden es auch testen, falls wir irgendwo mal stehen bleiben sollten oder einen Testwagen. Ich hatte mal einen Testwagen, da haben wir gefilmt. Es war ein Pickup, es war der Nissan Navara Pickup, genau. Und da hatte ich dann einen ganzen Tag lang gefilmt, weil vieles nicht geklappt hat und so weiter. Und dann stand ich auf so einem Erdhügel irgendwo in Leonberg und dann ging er nicht mehr an. Da musste ich zu Fuß wohin laufen, also zu Bekannten eben, die ich da kannte und bitten um Überbrückung, Auto zu Auto, macht man ja, ne?
das braucht man mit diesem Gerät dann eben nicht mehr. Das hat man dann dabei, schön kompakt, schön klein, und dann braucht man keine Überbrückungskabel mehr oder kein anderes Auto mehr, dass das dann ja, hilft zu starten. Schönsten Weg. Weit können wir nicht fahren, 46 Kilometer Restreichweite. Ich muss tanken dann. Auch das war anders letztes Jahr, das Tanken, als es dieses Jahr ist, rein finanziell. Also, schaue ich mal, ob das funktioniert. Ja, klar funktioniert das. Es knarzt ganz leicht an der Einstellung, aber das wird auch wieder. Ah, ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir ganz, ganz ruhig fahren. Ich kann mir nicht wirklich irgendwelche Drehzahlen hier machen, aber ich bin trotzdem mal gespannt, ob hier ein paar Standplatten, ob die Standplatten arg wild sind oder nicht. Dass man die dann vielleicht sogar ein bisschen rauskriegt. Sehen wir mal. Aber allein dieses Boxer 6 Grummeln hinten, dieses reine Saugmotor Grummeln, das habe ich schon echt ein bisschen vermisst. Hast du es auch ein bisschen vermisst eigentlich? Ja, ich habe das schon echt vermisst. Dieses. Ach, ist das schön. 20 Grad und offen und dann noch so ein Auto. Ich glaube, den habe ich sogar lieber als den McLaren, muss ich sagen. Weil er einfach, du kannst mit dem jetzt einfach entspannt irgendwie raus. Bei McLaren ist es dann irgendwie wieder so, dann pfeift's. Ja, und irgendwie auch zu aufmerksamkeitshaschend. Jeder ist dann so an dir und du bist immer dir. Du kannst nicht mal für dich so ein bisschen die Landstraße runterfahren, sondern jeder macht dann hier Bilder und so. Ja, naja, wie auch immer. Ist auch schön, aber da bist du eher für dich so mit so einem Auto. Oh ja, man spürt die Standplatten so ein bisschen. Das ist schon so eine leichte Unruhe, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Vielleicht wird es auch bei höheren Geschwindigkeiten anders. Das ist dann nochmal bei 120, 140 eine andere Sache. Aber bei den Geschwindigkeiten geht es jetzt eigentlich. Und für nächstes Mal hole ich mir tatsächlich dann diese Pads, wo man das Auto draufstellt. Diese so aussehen wie diese Curbs, ne, von Tequipment. Und die ich dann, die Standplatten komplett verhindern. Ja, also auf jeden Fall eine coole Starthilfe, auch wenn wir sie nicht brauchten, zum Glück. Und, was heißt zum Glück, es wäre auch in Ordnung gewesen. Aber unendlich ist der Boxer wieder draußen. Es war jetzt wirklich an der Zeit, das zu tun, den wieder zu holen. Ansonsten wäre da unten echt wahrscheinlich in seine Einzelteile zusammengefallen. Nehmen wir ja nicht. Aber irgendwann wäre es dann Scheunenfund gewesen und das möchte ich doch bitte vermeiden. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht machen wir auch ein paar Videos wieder mit dem Auto, wäre ganz cool. Und zum nächsten Review auf jeden Fall wieder. Machen Sie es gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.